Ich bin Olaf Schnirpel, Projektleiter bei Radio Lotte und habe das Projekt Träume der Lüfte. Ja, mein Name ist Jan Dormann, ich bin Soloklarinettist der Staatskapelle Weimar und nebenbei auch Komponist. Zusammen hat uns letztes Jahr der Virus von Ernst Hart gepackt und seitdem fiebern wir dem 25. Januar entgegen, wo das Projekt live übertragen wird in der Musikschule Johann Nepomuk Hummel um 17 Uhr. Ich hoffe, dass Sie alle dabei sein werden. Und was mich besonders inspiriert hat, ein Stück zu schreiben über Ernst Hart, ist eigentlich seine Symbiose von Theater und später sein Interesse, das Radio voranzubringen. Und diese Kunstform in erweiterter Form und moderner Form wird uns jetzt einen kleinen Auszug Jan Dormann beweisen.